will ich euch heute zeigen, wie ihr euch selber solche Bonbons machen könnt. Und ich mache die aber so, dass sie aussehen wie so, ja, zerbrochenes Glas. Die sind dann also richtig schön klar. Man kann auch durchgucken und man kann das auch in verschiedenen Farben anrühren und natürlich auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und es gibt auch verschiedene Varianten, wie ihr die machen könnt. Also zwei verschiedene Varianten. Einmal die, die ich jetzt hier mache. Das wäre einmal mit 550 Gramm Zucker, 120 Milliliter Wasser und 170 Milliliter Sirup. Das ist so ein heller Sirup. Ich glaube, das ist Zuckerrübensirup. Der ist allerdings gelb. Da muss man dann natürlich aufpassen, weil die Farbe dann natürlich immer anders wird. Und wenn man dann zum Beispiel blau haben möchte oder sowas und da blau zu mixen, dann wird das natürlich grün. Deswegen muss man da dann immer aufpassen, ob vielleicht die andere Variante dann besser ist. Denn die andere Variante wird einfach nur aus Zucker und Wasser gemacht. Denn da braucht ihr dann 500 Gramm Zucker und 150 Milliliter Wasser. Bei beiden Varianten braucht ihr dann natürlich auch noch einen Flavor eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Sherry, also Kirschflavor. Ich finde, das riecht wie diese kleinen roten Lollis. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, aber ich finde, die waren früher als Kind. Ich fand die immer echt super. Darum nehme ich mal das hier. Ihr könnt das aber auch mit Pfefferminz-Flavor machen oder Eukalyptus oder Orange, Zitrone oder was ihr auch gerne möchtet. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich, wie gesagt, auch Lebensmittelfarbe dann noch dazu mixen, um das natürlich noch anders einzufärben. Aber da müsst ihr dann natürlich, wie gesagt, dran denken, dass wenn ihr die Variante mit dem Sirup nehmt, dass das natürlich dann farblich anders wird, da der Sirup ja gelb ist. Und es gibt natürlich auch Leute, die nicht so gerne diesen Sirup mögen. Darum gibt es dann natürlich auch die andere Variante. Die beiden Varianten schreibe ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung unten mit rein. Dann könnt ihr euch eure Variante aussuchen. Und beginnen tun wir jetzt damit, dass wir das Wasser, Zucker und den Sirup schon mal zusammen einfach erhitzen. Darum ist es auch wichtig, dass ihr hier so ein Thermometer habt. Denn das müssen wir jetzt auf 145 bis 150 Grad müssen wir das erhitzen. Es sollte auf jeden Fall diese Temperatur erreichen, denn sonst wird euch das nicht hart. Und ihr wollt ja, dass die Bonbons dann auch hart werden und nicht ja, wie der Sirup jetzt dann hinterher dann immer noch so ist. Deswegen immer auf 145 bis 150 Grad, darum das Thermometer immer dabei. Darum stecke ich das hier auch einfach gleich schon mal in den Topf mit rein. Gebe dann auch das Wasser und den Zucker dazu. Und dann kommt das Ganze auf den Herd und nicht verzweifeln, das dauert ein bisschen, bis die Temperatur hochgeht. Also schön lange kochen lassen. Das lasst ihr dann jetzt einfach schön auf dem Herd und rührt das zwischendurch auch dann am besten noch ein bisschen um. Und dann kann man ja auch schon auf dem Thermometer sehen, wie so langsam die Temperatur steigt. Und es dauert wirklich recht lange, bis die Temperatur dann erreicht ist. Das wird dann auch irgendwann immer langsamer, deswegen muss man da wirklich so ein bisschen Geduld haben. Man sieht dann auch so langsam, wie das schon langsam klarer wird. Also der Zucker löst sich auch schön auf. Und sobald die Temperatur dann erreicht ist, dann nehmen wir uns das vom Herd runter und dann können wir uns unseren Flavor und natürlich auch die Lebensmittelfarbe dazu mixen. Von der Lebensmittelfarbe reichen meistens ein paar Tropfen und von diesem Aroma, was man da vielleicht noch reinmachen möchte, sollte man so ein bis zwei Teelöffel auf jeden Fall nehmen, sonst hat man ja nicht genug Geschmack da drin. Und wenn wir das jetzt alles zusammengemixt haben, dann brauchen wir am besten ein Backblech und ein Stück Backpapier oder Alufolie und kippen dann einfach unsere flüssigen Bonbons sozusagen auf das Backblech drauf. Den Topf sollte man dann auch definitiv relativ schnell einweichen, sonst bleibt euch das da ordentlich wachsen. Dann könnt ihr das, wenn ihr wollt, noch so ein bisschen glatt streichen bzw. so ein bisschen verteilen. Und wenn man mag und noch so ein paar Effekte da rein haben möchte, kann man sich auch einfach noch diese Lebensmittelfarbe nehmen und so ein paar Tropfen noch da drauf tropfen lassen. Und das dann sozusagen noch so ein bisschen hinterher mit dem Löffel damit so reinrühren, damit es dann so ein bisschen meliert aussieht. Und das Ganze sollte jetzt auf jeden Fall Minimum eine halbe Stunde aushärten und vor allem auch abkühlen. Also am besten auch ein bisschen länger stehen lassen, sonst verbrennt ihr euch nämlich die Finger da dran. Das ist ja nun wirklich sehr heiß. Und sobald das abgekühlt ist, wird das auch richtig schön fest. Und dann könnt ihr euch das natürlich dann zerbrechen. Aber das machen wir dann natürlich hinterher, wenn das dann abgekühlt ist. Und wenn eure Candies jetzt fertig sind, dann brauchen wir jetzt einen Hammer.
Und am besten nochmal ein Stück Backpapier, das wir da drauf legen, denn so ein Hammer ist ja meistens nicht sauber, da man den ja sonst fürs Handwerken benutzt. Darum lege ich mir ja sozusagen als Schutz nochmal ein Stück Backpapier oben drauf. Und nehme mir dann den Hammer und schlag mir diese Bonbons, die ich jetzt hier gemacht habe, einfach kaputt. Mal gucken, wie das so aussieht. Man kann sich die dann einfach hier ablösen und hat dann hier so Bruchbonbons. Es gibt ja auch Bruchschokolade, hier hat man dann so Bruchbonbons und kann dann das entweder so essen oder einfach zum Dekorieren von Cupcakes und Torten oder sowas benutzen. Und hat so dann auch mal so einen kleinen Snack für zwischendurch. Wobei man aber aufpassen muss, die sind relativ scharfkantig. Und jetzt will ich die natürlich auch mal probieren. Die sind natürlich sehr süß. Und je nachdem, was man für ein Aroma nimmt, schmecken die dann natürlich auch immer anders. Ja, und im Endeffekt war es das jetzt auch schon. Das war sozusagen mein Grundrezept, wie man sich selber so schnell gemachte Bonbons machen kann. Und die man auch wirklich selber dann variieren kann, wie man möchte. Und die sind halt auch echt ganz cool, wenn man die, wie gesagt, zum Dekorieren von Cupcakes oder Torten oder sowas verwendet. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie euch das denn gefällt oder welche Geschmacksrichtung euch am besten schmeckt. Und wenn ihr sowas nachmacht, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne Bilder davon schicken, entweder auch gerne bei Facebook oder bei Twitter. Ja, und wenn ihr vielleicht auch mal andere Ideen habt, die ich vielleicht nochmal für euch machen soll, egal ob zu einem Grundrezept oder auch zu einer Idee, ob nur zu einem Film, zu einem Spiel oder sonstigem, dann schreibt mir das auch alles in die Kommentare und ich versuche das dann natürlich für euch umzusetzen. Und dann war es das jetzt auch erstmal wieder von mir und darum sage ich einfach schon mal bis zum nächsten Mal und bis dann. Bye bye. Hi Leute, ich habe natürlich auch noch jede Menge andere Videos für euch und ein paar davon habe ich hier unten auf jeden Fall schon mal für euch verlinkt. Genauso wie mein Zweitkanal, mein Action-Fun-Kanal, den findet ihr da rechts. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch gerne da auf Abonnieren klicken. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Und jetzt will ich euch natürlich nochmal diese Candies zeigen, die wir hier gemacht haben.